mein Name ist Ivo Fröhlich, ich komme aus Bad Segeberg und bin gerne heute hier nach Neumünster gekommen zum Ostermarsch für Frieden und Abrüstung. Ich bin seit über 50 Jahren Sozialdemokrat und ich dachte, mit dem Hinweis auf das Zitat von Willy Brandt aus seiner Regierungserklärung von 1969, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innen und nach außen, ist ein wunderbares Ziel gesetzt für unsere Gesellschaft, für unsere Politik. Nach außen können wir nicht weitermachen mit Aufrüstung und mit Konflikt mit Russland. Wir müssen einfach in Frieden mit unseren Nachbarn leben. Und ich glaube, da gehören keine Drohnen, die bewaffnet werden, dazu und keine Aufrüstung, sondern wir müssen sehen, dass wir lieber Handel treiben mit den Nachbarn in Europa und der Welt, statt Krieg zu führen. Ich bin heute dabei, ganz besonders, weil ich Herrn Mukwege unterstützen möchte für die Kampagne, die Kongo-Kampagne und Vergewaltigung als Kriegswaffe zu verbieten und auch strafrechtlich zu verfolgen. Und der zweite Teil der Mahnung ist, wir müssen mit unserem ganzen technischen Wohlstand auch bedenken, dass alle Rohstoffe Ursache sind für diese Massenvergewaltigung im Kongo. Geht mit Gott, geht in der Fülle seines Friedens, damit ihr auch andere mit auf den Weg des Friedens nehmt. So segne und begleite euch Gott, der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Liebe OstermarschiererInnen und liebe Friedensaktivisten, wir sind hier, weil auf dem Gebiet ist vor 6 Wochen ungefähr eine illegale Rodung in einem Wochenend und zwar nicht Nebel, aber sonst doch heimlichen Situationen gab, außer dass man das gehört hat. Ich bin Witthoferin und deswegen stehe ich hier auch. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es sowas gibt in dieser Stadt. Der NABU hat eine Aufzählung gemacht. Es sind 7 illegale Rodungen seit 2018 in Neumünster erfolgt. Und man muss sagen, nicht nur von privaten Investoren, sondern die Stadt und die Wobau waren da auch mal dran beteiligt. Also diese illegalen Rodungen, warum passieren sie? Hier muss man sagen, ist schon gerodet worden, bevor es überhaupt einen vernünftigen Plan gab, bevor überhaupt klar ist, dass die Bäume weg müssen, sondern schon mal um freie Bahn zu machen für alle möglichen Investitionen. Und was steht dahinter, hinter dieser Ignoranz gegenüber der Natur? Ich denke, ziemlich eindeutig der Wunsch nach Profit, die Dollarzeichen in den Augen. Es gibt auf der Welt 5 offizielle Staaten, die offiziell Atombomben haben. Das sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Daneben gibt es 4 weitere Staaten, die Atomwaffen führen in ihren Arsenalen. Das sind Indien und Pakistan, Nordkorea und Israel. Daneben ist aber auch Deutschland ein Atomwaffenstaat, was viele nicht wissen. Denn im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe sind in Deutschland zum einen amerikanische Atomwaffen stationiert, nämlich in Büchel in der Eifel. Und zum anderen sind deutsche Soldaten, sprich Piloten von Kampfflugzeugen und deutschen Kampfjets, dazu ausersehen, diese Atombomben zu transportieren, zu ihrem Ziel zu transportieren. Wir haben uns hier getroffen vor dem Rathaus Neumünster, weil Neumünster an die vorderste Front im Kampf gegen Atomwaffen getreten ist. Darauf können wir stolz sein. Vor zwei Jahren ist die Stadt Neumünster auf Initiative von uns, das dürfen wir mit Stolz sagen, des Friedensforum Neumünster, ist der weltweiten Initiative Mayors for Peace beigetreten. Die Seebrücke ist eine dezentral organisierte internationale Bewegung aus der Zivilbevölkerung, die sich gegen die europäische Abschottungspolitik und gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer wendet. Das Elend in den Lagern an den EU-Außengrenzen, wie zum Beispiel in Moria auf Lesbos, Calais in Frankreich, in den Lagern auf den Kanarischen Inseln oder auf dem Balkan, ist keine humanitäre Katastrophe im Sinne einer Naturkatastrophe, die einfach so über einen hereinbricht,
sondern Ergebnis einer bewussten politischen Entscheidung der Verantwortlichen der Europäischen Union. Lasst uns die Ohnmacht, die so viele Menschen angesichts der beschämenden, katastrophalen Situation an den EU-Außengrenzen empfinden, gemeinsam verändern. Zeigen wir, dass zu den universalen Menschenrechten stehen. Wir fordern Schluss mit den illegalen Pushbacks, Schluss mit den katastrophalen Lagern, Schluss mit der europäischen Abschottungspolitik. Empört euch, engagiert euch, organisiert euch für eine angstfreie, solidarische und friedliche Welt. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben noch eine Strecke vor uns. Ich habe hier für jeden von euch eine Rose, eine Blume besorgt. Wir wollen diese Blumen niederlegen an dem Gräberfeld auf unserem Friedhof, wo Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen und auch ihre Kinder, die hier im Krieg ausgebeutet wurden, die meisten aus Russland und aus der UdSSR, und bei den Bombenangriffen schutzlos ausgeliefert waren, den Bomben. Und an diesen, wir wollen an diesen Krieg auch erinnern und sagen, es darf nie wieder passieren, so etwas. Und Deutschland vor allen Dingen darf von Deutschland nie wieder ein Krieg ausgehen. Es gibt viele Kriege auf der Welt. In den letzten Jahren haben die meisten Kriege immer in Regionen stattgefunden, in denen Muslime leben. Im Irak, in Afghanistan, in Libyen, Syrien, im Jemen und so weiter. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Kriege von oder wegen der Muslime bzw. des Islam geführt werden. Der Hauptgrund für diese Kriege sind die geostrategische Lage jener Länder sowie das Vorkommen von Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen. Das Ziel sind also nicht die Muslime, sondern die unterirdischen Reichtümer dieser Länder. Darauf wollen sich die Großmächte den Zugriff sichern. Deshalb destabilisieren sie die dortigen Staaten und setzen dabei auch auf Krieg und Bürgerkrieg. Wie können wir das verhindern, schreibt Erhan weiter. Zunächst durch die Einstellung aller Rüstungsexporte in die gesamte Region. Ein Großteil der in den Kriegsgebieten eingesetzten Waffen stammen aus unserem Land, aus Deutschland. Die Bundesregierung muss den Waffenexport dorthin dringend einstellen. Sie darf diese Kriege nicht weiter durch den Verkauf von Waffen unterstützen. Die Profite von Rheinmetall, Heckler und Koch oder German Naval Yards in Kiel dürfen nicht im Vordergrund für die deutsche Außenpolitik stehen. Auch nicht die schmutzigen Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Diese müssen umgewandelt werden in saubere Arbeitsplätze, wie wir sie dringend für die nachhaltige Energiegewinnung und in allen Bereichen des Klimaschutzes benötigen. Geld ist zwar nicht alles, aber wir sammeln heute gemeinsam mit der jemenitischen Gemeinschaft doch auch Spenden während des heutigen Ostermarschs, um den vielen Kindern, die zu Kriegsopfern in ihrem Land geworden sind, zu helfen. Wir wollen ein Deutschland ohne Krieg, wir wollen eine Welt ohne Krieg.